Guten Morgen, liebe Klasse. Das Thema in diesem Video sind Liter und Milliliter. Ich möchte euch heute zeigen, wie man von Liter in Milliliter umrechnet und andersrum. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich hier eine Karaffe, die einen Liter fasst. Hier ist also jetzt ein Liter Wasser drin. Das hier sind 100 Milliliter. Das heißt, dieses Glas müsste ich jetzt zehnmal so auffüllen und hier hineinkippen, dann hätte ich einen Liter. Denn 1000 Milliliter sind ein Liter. Wie ich schon sagte, ist das Wichtigste zu wissen, dass ein Liter 1000 Milliliter sind. Das heißt, das kleine L steht für Liter und das kleine M und L steht für Milliliter. Nun beginnen wir ganz einfach mit der Umrechnung von Liter in Milliliter. Hier muss man einfach immer nur drei Nullen dranhängen, weil ja ein Liter 1000 Milliliter sind. Das heißt, wenn ich 3 Liter in Milliliter umrechne, dann nehme ich die 3 und hänge 3 Nullen dran. Das heißt, das sind dann 3000 Milliliter. Hier ganz genauso. 5 Liter, Liter in Milliliter, einfach immer 3 Nullen dranhängen. Das heißt, das sind 5000 Milliliter. Hier habe ich 10 Liter, auch hier gilt das gleiche, 3 Nullen anhängen. Also das heißt, 10 und dann 3 Nullen dran sind 10.000 Milliliter. Also bitte merken, von Liter nach Milliliter einfach immer nur 3 Nullen anhängen. Jetzt rechnen wir von Milliliter in Liter um. Hier müssen wir uns ein unsichtbares Komma denken. Das unsichtbare Komma sitzt am Anfang immer hier. Das unsichtbare Komma wandert 3 Stellen nach vorne. Das heißt, am Anfang ist das unsichtbare Komma hier, dann 1, 2, 3. Hier bleibt das Komma dann. Das heißt, das sind dann 12,55 Liter. Die 0 ganz am Ende kann ich weglassen. So, hier denke ich mir wieder das unsichtbare Komma. Am Anfang sitzt das unsichtbare Komma hier. Dann 3 Stellen nach vorne. 1, 2, 3 sind 4,58 Liter. Auch hier kann ich die 0, die am Ende steht, wieder weglassen. Gut, auch hier denke ich mir das unsichtbare Komma und schiebe 3 Stellen nach vorne. 1, 2, 3. Jetzt steht das unsichtbare Komma vor der 9. Dann muss ich eine 0 davor setzen. Das heißt, dann steht hier 0,92 Liter. Also, bitte merken, von Milliliter nach Liter das unsichtbare Komma 3 Stellen nach vorne verschieben. Nun kommen wir zum Schluss zu den gemischten Angaben. Hier seht ihr eine Angabe in Millilitern, 3500 Milliliter. Natürlich kann ich das auch in gemischter Schreibweise aufschreiben. Das heißt, ich weiß ja, dass die 3 steht eigentlich für 3000 Milliliter, also 3 Liter und 500 Milliliter. Gemischte Schreibweise heißt es deshalb, weil ich die Schreibweise hier einmal in Liter angebe und dann auch noch in Milliliter. Hier 5800. 5000 Milliliter stehen für 5 Liter, also 5 Liter, 800 Milliliter. Und nun hier. Hier komme ich ja gar nicht auf 1000 Milliliter, das heißt, hier sind es 0 Liter und 850 Milliliter. Mit diesem Wissen solltet ihr alle Aufgaben diese Woche gut lösen können. Viel Spaß dabei! Tschüss!